Stefan Weidner ist der W. Und der W ist eine Band. Ist alles andere als bequem. Der ist auch nicht ein Typ, den du einfach schieben kannst. Das war einfach das erste Mal, dass ich deutschsprachige Musik gehört habe, die ich nicht peinlich fand. Wir sind alle fremdbestimmt. Ich möchte die Leute ja berühren und aufrütteln und bewegen. Und die Richtung bestimmt dann jeder selbst. Aber ich habe eine Ambition nicht, und das ist die, es allen recht machen zu wollen. Die Bösen Onkels, eine fragwürdige Band. Wir waren sozusagen das Aushängeschild für etwas, was wir nicht waren. Es war eine heiße Thema damals. Die Band hatte dann ja das Image, rechtsradikal zu sein, obwohl sie es ja nicht waren. Ich sehe die bösen Onkel sich nur in Presseterminen distanzieren. Wenn wir jemanden sehen, der hier mit einer großen Macht, dann wird gnadenlos, ja, alle verwiesen, es ist klar. Ich hab alles gegeben, meine Schuldigkeit getan. Die Onkels haben alles gesagt. Und das war gut. Das ist nicht ein bisschen Musik, die da passiert. Alter Hammer, vielen Dank. Alles halb so wild.